Entdeckerviertel an Salzach, Inn und im Mattigtal hielt der Radlerboom unvermindert an. Die 90 Beherbergungsbetriebe freuten sich über einen neuen Übernachtungsrekord. Beim Team Cup Sachsen ist es erhaxen. Auf dem Golfplatz in Freiberg holte sich das Team Wet Banditos den ersten Platz. Sie waren zudem Titelverteidiger. Bei einer technischen Großübung zeigte die Feuerwehr Maria Schmollen ihr ganzes Können. Mit dabei waren auch die Feuerwehren des Alarmplanes und der näheren Umgebung. Ihr Fokus der Übung lag auf der Personenrettung und dem Einsatz des technischen Geräts.